Und eine Baumaßnahme? Nein. Noch nicht, oder ist schon? Ist noch in Gange, okay. Aber dann erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Pizza Connection 2. Wir haben in der letzten Folge ein Graffiti an die Wand gesprüht und ein Punk pöbelt. Die ist schlechter geworden. Oder? Ah, ich hab's wieder nicht gemerkt. Ich glaube, die ist nochmal ein Stück schlechter geworden. Wir machen mal noch eins. So, ich versuch's mir mal zu merken. Die Einrichtung muss man übrigens auch... Die muss man übrigens auch... reparieren, das wollte ich sagen. Ich belasse die mal mittel. Mal Mittel. Natürlich wieder ein Rot. Ist immerhin unsere Firmenfarbe. Eieiei, aber ich packe hier modern rein. Ja, schnell bevor die Köche da im Weg stehen und vielleicht in der Ecke stehen. Wieder ist die Maus eingehakt. Da ist schon Dreck drin, ey. So. Zwei Öfen mit je drei Fächern. Heizung. Wobei, wir machen schon auf. Wir müssen eigentlich erstmal Tisch und Stuhl platzieren. Da kommen hier jeweils noch zwei hin. Und hier noch zwei. Und hier noch einmal. So. Tisch schnell, bevor die ersten gleich wieder gehen. Bei den runden Tischen ist es etwas schwieriger, also man muss einfach ein Gefühl dafür bekommen. Fehlt die Einrichtung. Wie muss der Stuhl stehen? Also wie gesagt, es muss an sich gar kein Tisch neben dem Stuhl stehen, die gehen trotzdem hin. Es muss nicht zwingend ein Tisch am Stuhl stehen, so ist es nicht, aber es kann nicht schaden, da einen stehen zu haben. Weil es einfach besser aussieht. Bei den runden Tischen ist es wirklich etwas schwieriger, aber wenn man es einmal raus hat, dann kriegt man auch die ganz gut drangestellt. Dann werde ich hier wieder gehäuft beim Personaltische haben. Ich da jetzt noch weiter platziere, ich will vielleicht irgendwie eine andere Aufteilung haben im Vergleich zur letzten Filiale. So, ich kann ja mal kurz zeigen. Ah, die ist schon ziemlich gut, weil ich schon von fast allem etwas gebaut habe. Muss ich beim nächsten Mal nochmal machen, dass ich euch zeige, dass die Einrichtung anfangen. Geh weg da. Echt nicht so pralle ist, wenn man gerade erst anfängt. Oh, hat nicht platziert. Apropos, ich sehe gerade den roten Brief. Ich weiß nicht, ob der schon könnte, aber... Zwei Wachen rein. Hallo. Angeblich soll es zum Beispiel Kinder abschrecken, wenn... Waren es die Kinder oder die Teenies? Und oder? Wenn da so viele Wachen drin sind. Oder waren es die Promis? Auf jeden Fall soll es Zielgruppen geben, die... erhöhte Wachenpräsenz als, ja, unangenehm empfinden. Vor allem, wenn ich gleich dran denke, wir können hier bei modernen einen Fernseher reinstellen. Sowas. Ein Fernseher in einer Filiale, die so aussieht, die jetzt keine Kneipe ist in dem Sinne. Oder eben ein PC, die sind noch ungewöhnlicher. Ein PC in die Filiale, also. Den werde ich aber nicht mitten in den Raum stellen. Eine Kinderecke vielleicht mit ein paar Stühlen dahin, aber die sollen sich auf den Boden setzen. Ich will den hier hin. Na, bleibst du. Gehst du dahin? Und ein paar Blümchen noch dazu. Direkt neben dem Fernseher. So. Und so, dann kommt hier ein wunderschönes modernes Kunstwerk. Ist, glaube ich, ein Wasserschlauch oder so. Feuerwehrschlauch, irgendwie sowas. Stellen wir mal halb in die Mitte des Raumes. Und da zu allen Seiten. Auch noch. Außer von vorne. Dann will ich auch Blümchen nicht direkt neben der Heizung haben. Die trocknen ja bloß aus, die Armen. Aber hier dazwischen wieder, damit das einfach gefüllt wird. Hier ist der Abstand ganz schön groß.
kommt hier noch ein Kunstwerk hin. Und direkt daneben. Na, näher ran geht nicht. Dann hier noch eins hin. Hier. In die Ecke. Die Heizung war da, ne? Dann kommt hier was hin. Und noch ein paar Tische mehr. Ansonsten ein paar Stühle noch mehr. Haben wir hier vielleicht gleich Mangel an Plätzen. So, Moment. Ich werde mal hier einen größeren Gang hinmachen. So. Ah, du blöde Wache, geh gleich weg da. Ich muss da gleich platzieren. Dann lasse ich hier auch bloß drei Tische stehen. Jetzt hat die Maus wieder gehangen. So. Fängt der Bonzerich, der quarzt in der Pizzeria bei uns. Ey, ich will eine Filiale mit Rauchverbot. Ist mittlerweile ja, ist es mittlerweile verboten zu rauchen in allen? Das war doch so, oder? Vor ein paar Jahren, also vor ein paar Jahren ist gut, ich glaube vor 10 oder so, wurde beschlossen, dass man, wenn schon, dann so ein Raucherhaus, so eine Raucherkneipe fest ausschreiben muss. Ansonsten raus vor die Tür gehen. Das war aber hier 2001, glaube ich, noch gar nicht der Fall. Ich orientiere mich lieber hier an dem. Dem gefällt die Musik nicht. Ja, geht wegen dem Dreck nichts. Müssen wir warten. Den werde ich hier vorne noch platzieren. Oh, du blöde Wache, jetzt nicht dazwischen. Moment. Noch eins. So. Freuen sich alle? Oh, jetzt fange ich halt hier an. Ah, hier ist gerade etwas frickelig. Ne, so. Sieht ziemlich leer aus beim Eingang, ne? Hier so. Ich glaube, da platziere ich auch noch was. Und da müssen eigentlich auch noch Blumen hin. Direkt vor der Tür. Man kommt rein und kann direkt rausgucken, beziehungsweise man wird von allen angestarrt. Ein wunderschöner Platz. Ist eigentlich sowas für einen Raumtrenner. Hier zumachen, hier einen Gang rein und hier zumachen, damit man immerhin in Ruhe gelassen wird. Können wir uns danach austoben. Ist ja nicht die letzte Filiale, die wir einrichten. Aber ich gehe zumindest schon mal einen kleinen anderen Weg im Vergleich zu vorhin. Machen wir hier was hin. Hier muss ich jetzt nach Gefühl ran. So. Einmal zu viel gedreht. Hätte ich so lassen können. Upsa, jetzt habe ich beide Maustasten gedrückt. Lassen wir hier bloß mal einen Abstand. Damit es zur Tür nicht zu eng wird. Eigentlich muss hier noch Grünzeug hin. Aber kein Platz. Sieht doch auch ganz schick aus, oder? Gut, hier hinten ist noch ziemlich leer, aber ansonsten... Ich finde es schon ganz in Ordnung. Boah, hat er einen großen Einflusskreis mittlerweile, weil er für ausgebaut hat. Der pöbelt immer noch. Ah, ich hab die... Oh. Ha! Jetzt merkt man aber schon, dass es in den Keller gegangen ist. Sauberkeit ist zwar auch ziemlich am Arsch, aber ich glaube, überwiegend wird es am Graffiti liegen. Und da ist jemand verärgert. Guten Tag. Guten Tag. Was haben wir denn für ein Angebot? Oh, geht gar nicht, weil... Das geht in Berlin noch gar nicht. Man kann die Filiale, das Hauptquartier noch gar nicht so sehr ausbauen. Dass man Bomben schicken kann. So, das kann ich zumachen. Mittlerweile habe ich überall Wachen. Einrichtung nur bei den Gruftis und bei den Prolls nicht so doll. Und hier... Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Na, die Gruftis bedienen wir mit all unseren Filialen bisher am wenigsten in Sachen Einrichtung. Wobei rustikal müsste den schmecken. Ach, vielleicht ist es denen auch etwas zu überladen hier. Polizeigebäude kostet immer 6.600, glaube ich. Oh, die nächsten 5 Kurier mit Stinkbomben mache ich mal. Die kosten, glaube ich, 10.000, oder? Aber dann kann ich euch mal die Stinkbomben zeigen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, großartig Geld ausgeben zu müssen. Ja, machen wir.
So. Also ein Polizeigebäude. Wo wollen wir es denn hin haben? Hier würde ich ganz gerne noch freilassen, falls da uns jemand unterstützen will. Der Herr Bürgermeister zum Beispiel. Da wohnen Leute von uns, unser Personal. Aber sei es drum. Nee, hier kostet die Polizei 8.399. Ich glaube, das variiert von Stadt zu Stadt. Aber die kosten recht wenig. Dafür kosten die Unterhalt. Man muss die in Anführungszeichen bestechen. Und da ist schon eine dritte Filiale. Da, wo der Orangene vorhin aufgegeben hat. Jo. Dann müssen die sich eine neue Bleibe suchen. Hier wird fleißig gepöbelt. Der Rentner, der mag das nicht. Hier kommt mittlerweile auch was rein. Wobei, wir haben erst 15 aufgemacht. Gut. Mir gefällt auch spontan von der Aufteilung her wirklich hier die Filiale besser. Ich glaube, weil es auch einfach nicht so, so eine große Fläche ist. Könnten wir jemanden als Liefermann abstellen. Wir könnten auch mal einen Manager einstellen bei Zeiten. Dafür müssen wir aber erst Stufe 3 haben. Genau. Wir haben 100.000. Der hat immer noch keins, der hat immer noch Stufe 1. Ratten und Stinkbomben. Brauchen wir so oder so, wenn wir das sehen wollen. Dann bauen wir mal aus. Oh, das Lager habe ich bisher vernachlässigt. Ich bringe Zutaten. Wie sieht gerade der Bestand aus? Da warten die, weil das Lager voll ist. Da könnten wir eigentlich jemanden zum Lieferservice abstellen. Hier nicht ganz so doll. Ich mach's trotzdem mal. Größere Kapazität, bessere Kühlung, geringere Transportkosten. Das sind die Vorteile. Hätte man untereinander schreiben können, aber hey. Kleinkariert. Polizei baut noch 3 Stunden. Bis wann müssen wir? Ach, 3 Quartale. Wir sollen es nur errichten, wir sollen es nicht unterhalten, nur errichten. Und mittlerweile, ja, genau die richtige Zeit. Die Bude füllt sich. So, dann können wir mal beim Personal anfangen. Habe ich ja bisher nicht. Ich guck mal kurz. Wir warten. Wo ist das Personal beschissener? Was? Gleich? Wirklich gleich? Hier ist gerade Schluss, dann können wir es hier mal machen. Dann fange ich hier auch gerade mit denen an, die gerade gegangen sind. Wenn man nämlich die ausbildet, die Leute, dann arbeiten die nur mit halber Kraft, aber da wir hier noch genug Kapazitäten haben, können wir uns das hier gönnen, indem wir die einfach jetzt alle ausbilden. Nicht bloß jeweils die Hälfte oder so, dass die andere Hälfte volle Geschwindigkeit geht, damit die Leute hier nicht vernachlässigt werden in Sachen Bestellung aufnehmen, Pizza liefern und so, aber ich habe genügend Leute drin, das sollte kein Problem darstellen. Was besagt die Gesundheit aus oder wie kann die sich verändern, indem ein Schläger vorbeikommt zum Beispiel oder wenn zum Beispiel der Arbeitsdruck, den wir dann mit einem Manager einstellen können, so hoch ist, dass es einfach in Stress ausartet, dann leidet die Gesundheit darunter. Dann könnte jemand vom Gesundheitsamt vorbeikommen. Eine Baumaßnahme ist abgeschlossen. Oder unsere Personalbewertung sinkt einfach, weil das Personal nicht so dufte ist. Ein unmotivierter Mitarbeiter könnte sich bestechen lassen, dass er, ein Gegner könnte das machen, Geld bekommt und dann für uns langsamer arbeitet. Deswegen sollte man ja auch etwas aufpassen. Kochen schon gesagt, oder ist auch mit Servieren gleichzusetzen. Je besser, desto mehr Pizzen können die gleichzeitig machen. Und Geschwindigkeit, klar, umso schneller geht's. Ich empfehle euch aber, erst zu kurieren und dann auszubilden. Weil, so könnt ihr beides machen. Wenn ihr erst mit der Ausbildung anfangt, dann geht die Kur nicht mehr. Kann ich gleich mal zeigen. Die sollen erstmal gut kochen können. Gehen wir mal zum nächsten. Wobei, hier mache ich es nicht. Die Gesundheit ist gerade für den Arsch. Deswegen beim nächsten dann, wenn die Gesundheit gut ist, ja. Kochen. Und wir können nicht mehr kurieren. Gut, hier können wir noch einen Schein oben drauflegen. Der soll noch besser servieren.
Der kann noch mal bekommen, sind wir so großzügig und soll lieber noch besser servieren. Fast schon am Anschlag. Der darf auch so. Geld passt, servieren. Der bekommt noch mal Motivation und servieren, der Bürgermeister kommt. Ups. Ja, dass die Maus hier manchmal hängt, ich muss noch mal die andere Version ausprobieren, die in Anführungszeichen Originalversion von der CBS, von der Computerbildspiele. Die ist mir einfach zu langsam. Lieferservice kann man wie gesagt nicht ausbilden, entweder haben sie ein Talent für oder eben nicht. Oh Gott, er ist kränkelt schon fast herum. Ja, alles sauber, sagt er, und wir fangen gerade wieder an. Sobald der Koch drin ist, wird aufgemacht. Bei 6 Stunden Pause passt das einfach. Bei weniger sieht es halt schlechter aus. Gut. Uppala. Oh, ich wollte scrollen und habe hier den Mauszeiger drüber gehabt. Wie sieht's hier nochmal aus? Um 9 machen die hier dicht. Ach komm, dann mache ich die auch. Wobei, hier könnte es mit dem Personal etwas eng werden, aber ich mache trotzdem alle. Boah, die kann kochen. Super. Dann macht es noch besser. So. Na, hat er nicht angenommen, den Klick. Frechheit. Man sieht auch schon, wie das Personal dadurch besser wird, bei den Leuten besser ankommt. Kostet eben auch einiges. Ihr seht es jedes Mal, aber ich nehme es einfach hin. Wir haben gerade das Geld über. Wird später schwieriger werden. Die Ausbildung 184. Die Kur kostet noch am meisten. Die sind dabei nicht weg, aber die sind halt auch eingeschränkt bei einer Kur. Ich muss gleich mal nachlesen. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ehe ich hier Mist erzähle, können wir gleich mal im Glossar nachlesen. Oh Gott, die Gesundheit. Sind wir ja auch gleich durch. Der ist ja auch recht schlecht, aber wir geben ihm eine Chance. Wir bilden ihn aus und machen aus einem eher nicht so guten Laufburschen vielleicht den Laufburschen überhaupt. Der ist ja noch sehr jung. 22, der Knut Kalb. So, hier werden wir da mal anfangen. Wir könnten einen Manager einstellen. Wir sind Stufe 3. Dann machen wir das jeweils überall. Und zwar zu einer vielleicht angemessenen Zeit, oder? Angemessene Zeit von 0 Uhr. Ich werde nicht das mit der Öffnungszeit überschneiden lassen. Ein Manager von 0 hat halt den Rest des Tages frei. Den nehme ich mal spontan, der Mirko Vulgär. Guten Tag. Guten Tag. Und hier auch. Neu, Manager. Vielleicht auch Managerin, die ist nicht so geil. Also von den Werten her natürlich nichts anderes. Der ist sehr beliebt, noch gar nicht mal so verkehrt. Motivation, naja. Die ist einfach zu fies gewesen. Sabrina Brauch. Gesundheit nicht so toll. Die ist 19 und schon Managerin. Also jetzt gleich. Guten Tag. Klingt aber schon sehr, 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 sehr erwachsen. So, jetzt haben wir hier eine neue Schaltfläche bekommen. Möbelzustand. Wir müssen nicht mehr selbst reparieren. Hier sehen wir es. Sauberkeit und Zustand der Möbel. Die klappen nicht zusammen, die Tische und Stühle, ich glaube nicht. Aber es macht halt einen schlechten Eindruck, wenn das so ranzig aussieht. Deswegen können wir hier einfach mit einem Klick sagen, immer auf dem besten Zustand halten. Im besten Zustand halten. Wird, glaube ich, 0 Uhr angewandt. Macht er automatisch. Zutatenzustand geht auf keinen Fall sehr weit hoch zu Beginn, denn das greift sofort. Wenn ihr hier hochgeht, haut euer gesamtes Lager leer und das kostet richtig. Wenn ihr Geld habt, könnt ihr das mal ausprobieren, aber macht's nicht zu Beginn. Schraubt sie nicht großartig hoch, das kann man mit der Zeit machen. Qualität der Pizzen. Personalbewertung wird besser, die Pizzen schmecken besser, aber ihr seht schon, man braucht mehr Zeit für eine Pizza, die Geschwindigkeit sinkt. Leistungsdruck passe ich immer so an, dass die Geschwindigkeit erhöht wird, ohne dass Motivation und Gesundheit sinken.
Geht sogar auf 94, geil. Ah, hier schon nicht. So. Kulanz belasse ich erstmal auch so. Geschwindigkeit über 100, 101. Gut. Gut. Mittlere Filiale, was ist hier gewesen? Achso, wir haben es geschafft. Die Stinkbomben. Oh, Stinkbomben. Schon eine Wache drin? Ne, er pibbelt immer noch. Okay. Setzen wir dann einfach mal in der nächsten Folge hier eine Stinkbombe rein. Seid gespannt. Das wird ein stinkender Spaß. Und bis dahin, macht's gut. Und tschüss. Ah, die drei Räder.